5:30 Uhr morgens. Im Jungviehstall des Guts Karlshof impft Tierärztin Elke Treitinger die erst vor kurzem zugekauften jungen Bullen, sogenannte Fresser. Die 33 Tiere wurden am Futtertisch im Fressgitter fixiert. Denn heute steht noch mehr an. Die 5 bis 6 Monate alten Tiere werden zu Ochsen gemacht, also kastriert. Dafür ist es jetzt höchste Zeit. Rein theoretisch kann man es jederzeit machen. Aber wenn man erwartet, dass sich das Fleisch entsprechend ändert, dann würde ich sagen, halbes Jahr später nicht. Als Vorbereitung für den Eingriff bekommt jedes Tier ein Schmerzmittel gespritzt, das auch entzündungshemmend wirkt. Auf dem Karlshof werden seit über 25 Jahren Ochsen gemästet und dafür blutig, wie die Methode heißt, kastriert. Mit so einer Zange. Was wir jetzt noch machen, ist eine Lokalanästhesie. Und bis die wirkt, haben wir die erste Gruppe schon gespritzt. Das heißt, wir fangen dann wieder von vorne an und dann erst wird geschnitten. Die Mittel für die Lokalanästhesie spritzt die Tierärztin direkt in die Hoden. Die Tiere scheint das nicht zu stören. Durch das Schmerzmittel ertragen sie alles ganz ruhig. Alle Fresser sind jetzt lokal betäubt. Zeit für die letzte Vorbereitung vor der Kastration. Mit einem jodhaltigen Mittel desinfiziert die Tierärztin ihre Hände. Der Schnitt mit dem Skalpell tut dem Tier nicht weh. Und was danach kommt, auch nicht. Ich schneide einfach einen Hodensack auf und hole den Hoden raus und der wird dann mit der Zange abgequetscht. Ich zähle so im Geist bis 150, ja nicht ganz, aber die Zange unterbindet praktisch die Blutzufuhr und damit das steht, damit das einigermaßen hält, muss das Gewebe gequetscht werden. Die Hoden werden geklemmt, bis sie abfallen. Zurück bleibt der leere Hodensack, der wieder zuheilt. Früher hat man Bullen kastriert, um gutmütige Ochsen für die Feldarbeit und als Zugtiere zu haben. Ein Stier wäre zu wild und damit lebensgefährlich gewesen. Heute wird kastriert, um gutes Ochsenfleisch zu bekommen. Es wäre auch möglich, eine sogenannte unblutige Kastration durchzuführen, bei der ohne Schnitt die Hoden nur abgeklemmt werden. Nachteil von der unblutigen Methode wäre, es schwillt relativ stark an. Tut also mindestens 3 bis 4 Wochen deutlich weh. Und das haben wir also hier nicht. Im Gegenteil, wir haben also durch den Schnitt die Möglichkeit, dass alles, was sich an Entzündungssekret ansammelt, abfließen kann. Diese 30 Tiere wurden schon vor 2 Tagen kastriert. Probleme gab es nach dem Eingriff nicht. Sie müssen nur zunächst noch im Stall bleiben, damit die Wunde draußen nicht verschmutzt. Insgesamt stehen 90 junge Ochsen im Jungviehstall auf Stroh. Die Tiere haben die Möglichkeit, alle auf Stroh hier zu stehen, hier ausschließlich. Und wir haben jetzt hier noch die Möglichkeit, wo sie halt nach der Kastration, so 10 Tage, eine Woche, 10 Tage nach der Kastration in den Paddock-Bereich gehen können, der immer geöffnet ist dann und dann noch auf eine Weide oder großzügigen Auslauf. Nach etwa 2 Monaten kommen die Ochsen in einen anderen Stall. Dort wird 3-mal pro Woche der Außenbereich mit frischem Stroh eingestreut. Rund 3000 Quaderballen Stroh im Jahr braucht das städtische Gut für die insgesamt 550 Ochsen. Für die Tiere jedes Mal wieder ein Spaß. Die Ochsen können immer zwischen Strohbereich und Spaltenboden wechseln. Das fehlende Testosteron macht sie sehr friedlich und umgänglich. Bei einer Ochsenhaltung sind die Rangkämpfe in der Art natürlich bei Weiden nicht mehr da wie bei einer Bullenhaltung. Und wir können auch die Ochsen in relativ großen Gruppen halten. In den Endmastbereichen laufen die 90 Tiere alle zusammen in einer Großgruppe, was mit einem Bullen überhaupt nicht möglich wäre, weil die ständig sich an Behaupten sind und ihre Rangkämpfe einfach ausüben. Das sind halt Gruppen von 7 bis 9 Tieren die Regel. Bei Jungbullen wären auch solche Wellnessstationen nicht möglich. Beim Kämpfen könnten sich die Tiere an Bürsten und Lecksteinen verletzen. Die Ochsen dagegen sind entspannt. Auch gefüttert wird am Karlshof anders. Die Hauptkomponente ist der Silomais. Das sind um die 20 Kilo pro Tag. Dann haben wir bei uns den Biertreber mit so 3,5 bis 4 Kilo. Und als sattmachende Rohfaser kommen Stroh und getrocknete Luzerne dazu.
Ochsen sollen langsam zunehmen. Sie werden gut 3 Monate länger gemästet als Bullen. Auf dem Karlshof nehmen die Ochsen im Schnitt 1100 Gramm Gewicht pro Tag zu, bis sie nach 20 Monaten etwa 720 Kilo schwer sind. Das Fett ist intramuskulär verteilt und nicht als Fettschicht obendrauf. Und hier erkennt man auch ganz gut die Marmorierung im Fleisch. Auf der Seite erkennt man es auch noch mal ganz gut. Und das ist das, was der Ochse halt mehr einlagert, dass er mehr Fett ins Muskelfleisch einlagert. Was das Ochsenfleisch besonders zart macht. Vor allem Grillfans kaufen es gerne. Aber gibt's auch Kritik von Verbrauchern, weil die Tiere kastriert werden? Im Schweinebereich über männliche Ferkel wird heftig diskutiert. Direkt auf die Kastration, ich werde darauf angesprochen, was die Unterschiede sind und die durch dann erklären. Aber dass man kritische Stimmen auf die Kastration der Ochsen haben, ist bis jetzt nicht. Ochsenfleisch gilt als Premiumprodukt, für das die Kunden 30-40% mehr bezahlen als für Jungbullenfleisch. Mit einer großen Münchner Metzgerei und der Ochsenbraterei auf dem Oktoberfest hat das Gut Karlshof feste Abnehmer. Der Betrieb schreibt seit 15 Jahren schwarze Zahlen. Unseren Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.